Wir sind ein bisschen Full AD, ne? Das ist ja gar nicht mal so geil. Okay, also der Plan ist, wir chillen so hart unsere Base. Wenn wir nicht wissen, wo Jenna ist. Wir lassen den Sion perma-split pushen und gewinnen darüber das Game. Apivarus habe ich auch überlegt. Das Problem an Apivarus hier ist, ich kann niemanden ulten. Ja, das hier ist Hoheitsgebiet von Kane. Müsste man einfach mal Photoshop, einmal so ein riesiges Kane-Gesicht hier in diese Wand. Und wie gesagt, wenn wir nicht wissen, wo Cutter, Kane oder Jenna sind, machen wir einfach nichts auf Botlane. Okay, Jenna ist top. Uiuiui, das hat weh getan. Ich habe mich der letzte Millimeter vom Slow gehittet. Ach du Scheiße, Alter. Das macht ja Spaß. Ja, ich glaube einfach. Nicht absteppen. My bad. Das Problem ist, die Lane ist ziemlich unplayable, wenn wir nicht fighten. Und wir wollen nicht fighten, weil die Gegner permanent für Bot gucken werden. Das ist ziemlich scheiße insgesamt. Müsste dead sein. Wave steht leider horrible. Also okay. Was? Das ist ein Desaster. Das ist ein absolutes Desaster für mich. Der Kane ist nämlich Bot. Immer noch. Oh, das war so terrible. Kane ist Mitte. Das ist eine normale Jenna Toplane, ne?
Ohne Support-Item, ohne Roams, what the fuck? Ja, wir verlieren, wenn wir hier auf Lulu gehen, oder? Ah, das ist schon sehr frech. Oh, Double Buff für mich, lecker. Schön. Okay, jetzt ist Jenna gerade das erste Mal Bot. Na, jetzt hat sie sich Support-Item gekauft. Ich finde legit, das was die Jenna jetzt macht, ist viel, viel schlauer als die ganzen anderen Jenna-Mains. Am Anfang ein bisschen farmen, ein bisschen Level holen und dann anfangen zu roamen. So, und jetzt müssen wir den Scientop einfach seinen Job machen lassen. Die werden hier hinter mir stehen, ich kann nicht mehr absteppen. So, solange wir jetzt Cutter, Kane, Jenna nicht auf der Map sehen, machen wir hier gar nichts mehr. Wenn ich den Kane mit dem Krieg bin ich sehr glücklich. So, look at this. Das ist jetzt schon wieder komplett toll von der Jenna. Wir chillen einfach, wir verlieren gar nichts. Und der Tower ist einfach gleich go on top. Immer noch alle Mist, wir chillen immer noch. Kane hat da gerade seine Plant geused. Okay, dreimal top. Können wir jetzt halt nicht wirklich punishen. Ah! Ah! Sie hat Minion gecute. Ah, mein Q ist auch zweimal nicht rausgekommen. Doch, er ist gerade rausgekommen, aber er hat gemisst. Ah, dass der erste Q auf Lulu nicht gehittet hat, war sehr bad von mir. Er muss treffen. Noch 7. Bleibt sein jetzt top, ist die Frage. Oder sollten wir ihn Bot schicken?
Der Cutter move runter, wir chillen. Ja, der Kane muss jetzt quasi eigentlich. Also, der Kane ist der Einzige, der den Sion defenden kann. Also, theoretisch muss der Kane jetzt die ganze Zeit top defenden. Der eh nicht getroffen. Okay, hier kann eigentlich keiner roamen, das heißt, wir können jetzt hier auch diven. Und nächste Wave, dann gehen wir wieder raus. Ich sehe, mir tut mir ein bisschen leid, das ist jetzt das dritte Game. Zwei Games gegen mich und ein Game ist mit mir und sie hat jedes Game verloren. Ich hätte ihr Base gehen sollen. So. Ja, wir gehen hier auf jeden Fall Rageblade einfach. Movement King. Oh, oh. Leona Varus hat schon gute Durchschlagskraft. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich sollte wieder ein bisschen häufiger. Ich sollte wieder ein bisschen häufiger für Ornette Varus gehen und weniger für Lethality Varus. Nicht gar nicht mehr. Aber irgendwie. Ornette Varus gibt mir irgendwie mehr Stabilität so. Ich habe das Gefühl, mehr machen zu können im Game. Gerade wenn die Gegner sowas wie Kayn Cutter haben. Weil du bist halt legit, wenn du gegen Kayn oder so spielst und du gehst Lethality raus, bist du einfach ein permanenter Freekill, der über die Map läuft. Und das macht einfach, das macht es so anstrengend, das Spiel zu spielen. Und man ist viel, man ist halt viel tiltanfälliger. Einfach nur, weil mehr schief gehen kann, weißt du? Warum haben wir eigentlich zwei Drakes verloren? Okay, die machen da unten Action. Ich gehe Mitte pushen. Mich könnte der Kayn hier abfangen. Ah ne, der ist auch Bot. Ja, ich pushe einfach Mitte weiter. Das da unten ist nicht mein Play. Drop Team. Weil ich gegen Kayn nicht weniger Möglichkeiten, was zu machen als Onnit Varus. Naja, ich bin halt nicht One-Shot. Das ist halt der entscheidende Unterschied, weißt du? No.
destroyed a turret. Let's go. We are rich now. Dass der Kämmich da fast 1v1 kann, ist ein bisschen frech. Aber Betonung liegt auf fast. Stimmt, wir sind bei den 10 Kills angekommen. Aha. Aber ich weiß nicht, ich glaube, es war nur letztes Game. Ich glaube, es war nur für ein Game gültig. Das war der Müsli-Buff. Ah, ne, da ist er noch. Hatte lange gedauert. Die ganze Zeit. Holy shit, Mann. Vielen, vielen Dank. Oh, macht mich das sauer. Darauf gibt's morgen erstmal einen Arcane-Watch-Marathon. Noch einmal! Vielen, vielen Dank, Mann. Ich hab Stopwatch, ich hab Stopwatch. Aber Laxo, du musst jetzt als Ehre dafür, musst du jetzt Arcane gucken. Digga, wie, hä? Das ist ein Joke. Also es ist ja wirklich frech, Laxo, dass du das noch nicht geguckt hast. Du musst jetzt. So lei, Junge. Das war jetzt... Ja, ich hab das war jetzt das, der Startschuss für deinen Serienmarathon, Laxo. Was, Digga? So. Drück doch die B-Taste. Ich glaube, Geist, dass wir jetzt 50 Subs gegiftet bekommen haben, war auch ein Zeichen. Das könnte bedeuten, dass in der 50. Kalenderwoche 2023 die neue Staffel von Arcane rauskommt. Ich glaube, das ist soweit confirmed jetzt tatsächlich. Ich bin so ein stinkender Stink. Da können wir jetzt mit arbeiten. Scheiß Kackstinker. Oh, macht mich das sauer. Sein Gameplay ist What? So. Es snowboarden wir das Ganze aber noch sauber runter. Ein Game. Weil 10 Kills reichen uns nämlich nicht, Lady. Es ist so reported. Oh lol. Die Jenna auch einfach Ferrari in mein Gesicht. Genommen habe ich euch. Hm. Ja, wir chillen. We are chilling very hard. Very Bing chilling. Bing chilling, Bing chilling. Drück doch die B-Taste. Hm. Hops genommen habe ich euch! Die waren sehr schnell unterwegs. Ich bin so ein geiler Hengst. Es ist so reportable! Ja, wenn die Soul kriegen, wäre das schon sehr kacke. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen! Arschloch. Sie ist einfach eine Schlange. Sein Gameplay ist. Die Illuminate-Matte hat sich ausgesetzt. Ja, ja. Da kommst du nicht dran vorbei. Es ist einfach grün, blau, lila, rot. Bam, Junge. Mam, Junge. Ich hab Stopwatch. Wie viele verschiedene Subbedots haben wir jetzt eigentlich schon? Ich bin so ein geiler Hengst. Einige. Oh nein, Mama. Ja, ich hab einen Kill. Ich bin leider hässlich. Wespe, die ganze Zeit. Okay, let's go. Penta. Nein. Mann, eine Sekunde. Ich hab mein Q verkackt. Warum denn? Drück doch die B-Taste. Och, Digga. Flash doch über die Wall. Go Nash, please. Nash. Yeah, please go Nash. Noch einmal. 50 ist eine ganz schön große Zahl. Das hört ja einfach nicht mehr auf. Wo ist dein W-Spell? Ich hab so viel Spaß gerade, Leute. Wow.
Ich glaube, das ist auch ein seltenes Game, wo Runans richtig fetzt. Ja, ich hab'n Kill! Vielen Dank nochmal, ne? Vielen, vielen Dank. Hat lange auf sich warten lassen, die 10 Kills, aber da sind sie. Laxus, danke auch für die 7. Moment. So, wir sollten jetzt das Leben langsam zu Ende spielen. Die Gegner scalen jetzt gar nicht mal so bad mit Steve Gulu. Wir können es auch relativ gut stallen. Einfach hart forcen ist schon besser. Deshalb macht es gut. Alter. Ich werde meine Ult auch einfach nur zum Safe-Peel benutzen, ne? Oh, guys. Das kann doch nicht so schwer sein, hä? Aber es ist doch nicht so schwer, einfach zu chillen, oder? Ist es so schwer, einfach nicht zu fighten und für Waves zu spielen? Hm, anscheinend schon. Das ist einfach nur schlecht schon wieder. Hm. Hm. Ja, leider one-shot mich Cutter, ne? Das war QE. 1500 Damage. Und ja, doch drei Items. Vielleicht hätte ich die Kane W geflasht. Hätte ich vielleicht was machen können. Ich bin halt ein Varus, ne? Also ich kann das nicht alleine killen, das Game. Irgendjemand muss wenigstens noch ein bisschen was machen. Ja, hier machen wir leider keinen Progress. War jetzt vielleicht auf der Wave hier? Boah, das ist ja fast sterbe, ist heftig. Aber eben nur fast. Die Ultimate war huge. Und auch, dass der Saiyan da gemoved ist. GG. GG. Das ist nochmal kurz knapp geworden. Vielleicht hätte ich doch Wills End gehen sollen.